بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، wir haben, nachdem wir die Buchstaben gelernt haben und wie sie am Anfang, in der Mitte und am Ende aussehen und dann auch noch die Kesra oder die Harakat gelernt, nochmal eine kleine Wiederholung. Was war nochmal Fetha? Fetiha, Ja. sie diesen Strich, Oben. Die ihren Fetha. Strich, das war Genau. Bäh. Genau. Die Fetha ist der Strich oben. Und nicht Fatiha, sondern Fetha. Und dann nachher, wie hieß nochmal der Strich unten? B. Okay, und wie heißt dieser Strich unten? Da nicht. Kesra. Kesra. Das war. Genau. Und die Kurve, weißt du, wie die heißt? Das weiß ich nicht. Dhamma. Dann, ne? Okay. Genau. Und in den Ba, wenn ein Dhamma hat, was sagen wir dazu? Oder wie sprechen wir den aus? Was sprechen wir jetzt? Wenn wir diese Dhamma haben, wenn wir einen Ba haben und einen Dhamma, diesen Zeichen, diese Kurve darüber, wie sprechen wir den Ba aus? Bu. Bu. Genau. Also Ba mit Fetha, Bi mit Kesra und Bu mit Dhamma. Okay. Und dann haben wir eben auch noch die Verlängerung gelernt, die eine Verlängerung mit dem Elif. Natürlich, der Elif passt nur zu dem Fetha. Das bedeutet, wenn du ein Fetha hast und du möchtest dann diesen Buchstaben verlängern, dann kommt automatisch ein Elif. Da kommt kein Wow oder kein Ja. Weil du kannst mit drei Buchstaben verlängern. Elif, Ja und Wow. Und wir hatten jetzt schon den Elif gelernt. Und wenn du einen Elif siehst, automatisch, der Buchstabe davor, der hat ein Fetha. Und jetzt hier genauso. Wir sehen hier zum Beispiel beim ersten Wort, wo ich den Punkt habe, diesen roten Spotlight. Nila. Nila. Wir verlängern den ersten Buchstaben mit dem Ja. Und weil der erste Buchstabe ein Kesra hat, fügen wir kein Elif hinzu oder kein Wow hinzu, sondern ein Ja. Weil den Kesra, der I, passt zu dem Ja, zu dem Buchstaben Ja. Okay? Okay. So, das war dann eben Nila. Wir fangen dann jetzt an, das zweite Wort. Okay. Kita. Kida oder Kila? Da. Ist das ein Dal? Ja. Ein Dal. Ich suche mal jetzt, wo ein Dal ist. Ein Dal sieht so aus. Dann ein. Das ist ein Lamm. Kila. Alle. Genau. Okay, nächstes Wort. Okay. Ja. Strich unten, Kessler. G. G, ja. G. Ja, was ist das nochmal für ein Buchstabe hier, der rote in der Mitte? Ja, alle Hier? roten sind ja. Und der hat keinen Buchstabe. Das bedeutet, wir verlängern den Jim. G. Und dann lesen wir den Hemse, der am Ende ist. G. M. Das ist kein Meme, das ist ein Hemse. Hemse ist wie Elif. G. R. G. M. Okay. Den Elif, den kannst du manchmal in der Luft haben, manchmal über ein Ja, manchmal über ein Wow und manchmal über ein Elif. Je nachdem, wie die, das hat mit der Schrift zu tun. Okay? Jetzt hier zum Beispiel ist es auf einem Ja. Warum? Weil der Buchstabe davor ein Kesra hat. Hätte er einen Dhamma, zum Beispiel, wäre er auf einem Wow. Hätte er ein Fetha, wäre er auf ein Elif. Aber auf jeden Fall, dass du weißt, der Hemza kann auf drei Buchstaben sein.
und manchmal auch in der Luft. Nächstes Wort. Okay, Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Vieh. Der Vieh, okay, aber der Buchstabe davor. Ein B. B. Hatten Sie ein Wo? Das ist ja der erste Buchstabe, ist ein Wo. Genau, der erste Buchstabe ist ein Wow. Und mit Fetha sagen wir? Wie? Nicht Wie, weil wenn wir sagen würden Wie, dann wäre ein Kesra dort, ein Strich unten. Ja, okay, dann ein Web. Wow. Web. Das soll ein Elif sein, oder? Genau, nach dem Wow kommt ein Elif und dann ein Fa. Und der Elif hat kein Zeichen. Das bedeutet, wir verlängern den Wow. Wa. Okay, war war viel Genau. Wa fi. okay. Nächstes Wort. Ja. Okay. Sä. Sä. Sähi. Sähi. Super. Nächstes Wort. Ja. Okay. Key. Key. Okay, Key. Kiel. Kiel. La. Nicht La, der La ist länger, wie ein Elif. Okay, dann ist das ein Dell. Del, ja. Ki. Key. Da. Mumtaz, genau, richtig. Sel. So, da ist ein Punkt. Dann Sel, das Sel. Ach so, du siehst das so. Nee, ein Saal, der würde sich, der müsste sich trennen. Das kann keine Saal sein. Ah, okay, das kann selber sein, kann. Dann vielleicht ein Nu. Aber Strich unten, nicht Dhamma. Okay, ja. Ne? Das wäre ein Fetha, wenn du na sagst. Okay, dann nie. Nee, ja. Okay. Nie. Nie. Und das, genau, richtig. Nächstes Wort. Was ist denn das für ein zweiter Buchstabe? Ist es ein einfach ein Bell oder sieht zu komisch aus? Du musst dir vorstellen, das war so ein Teil, wie soll ich finde das Wort nicht. Was? Sin, Shin, So, Dot, Ta, So. Was kommt noch So? Rein, Ein rein.
Also das ist ein ohne Punkt. Und das ist der erste Teil, der obere Teil. Ja, okay. Jetzt kenne ich es auch ein bisschen. Okay. Sir, weiter. Sari. Genau, richtig. Sari, okay. Nächstes Wort. Ja. Rami. Genau, aber nicht mit der Gurgel, mit der Zunge. Ra, wie im Englischen. Ra. Sag mal, read zum Beispiel. Ruid. Genau. Achte, wo die Zunge ist, wie du deine Zunge benutzt. Und das Gleiche musst du hier benutzen. Ra. Okay. Sag mal nochmal. Ra, mi. Rami. Nicht ganz. Du musst das üben. Du musst immer so im Englischen ein paar Wörter aussprechen, die mit dem R haben. Read, read, wrote und so weiter. Und dann nachher musst du das im Arabischen ausprobieren. Okay, Rami. Nächstes Wort. Okay. Wer? Wa. Ja. Wer? Key. Genau. Achte, also beim ersten Wow war das so, als hättest du die Zähne benutzt. Wa. Das machen die Türken meistens, das ist falsch. Du musst die beiden Lippen benutzen. Wa. Wa. Ri. Nicht Ki. Wow. Ri. Wa. Ri. Okay. Nochmal. Wa. Ri. Wa ki. Gi. Ki. Sag mal, Gi. Ki. Nee, dieser K muss da weg. Das muss mehr wie ein G rauskommen. Gi. Ki. Ki. Genau, richtig. Wari. Wa ki. Genau, super. Nächstes Wort. Mit Kessa. Sie da, sie da. Genau, richtig. Kessra. Nicht bei der Ba, da ist der Punkt unten. Und der hat einen Kreis. Der hat einen Kreis und der Punkt ist oben, nicht unten. Deswegen kann das nicht Ba sein. Ist kein Bär, das ist ein Fell. Nicht Bär. Genau. Ach so, ich habe dann falsch gehört. Riefer. Okay. Nächstes Wort. Okay. Ra. Ra. Ri. Ra'i. Ra. Ri. Nicht Ri, Ai. Rein. Ri. Ri. Bei dir kommt ein Rein raus. Dieses R. Es ist Ra'i. Versuchen wir nochmal. Ra'i. Rari. A. Ein. Ja, nein. A, I, U. Rari.
Okay, der Kessra hat immer noch ein bisschen Probleme. Ra, also es ist mehr so, wie soll ich sagen? I, aber ein bisschen, als würdest du die Gurgel so anstrengen. Ra-i, i. Okay. Aber nicht, dass du jetzt irgendwie gurgelst. Also ri sagst. R. Es soll nicht vibrieren. Einfach nur i, i. Okay. Ra-i, okay, nächstes Wort. Okay. Raji. Genau. Raji. Raji, ja. Was ist das hier? Mhm. Sie. Nicht C. C hat eine Gabel. Der hat aber Punkte. Ein Punkt. Sie. Da lässt sich, muss sich trennen. Lam. Lärm geht nicht. Ein Elik. Auch nicht. Ein Elif sieht doch gar nicht so aus. Der hat doch nicht mal einen Punkt. Ich weiß, ich habe einfach nur geraten. Wer hat einen Punkt oben? Wer hat einen Punkt unten? Wer hat einen Punkt oben? Ja, Punkt oben, das hat einen Nun. Genau. Mehr. Okay, mehr. Nun. Kessra, nicht Dhamma. Mehr nie. Genau, richtig. Nächstes Wort. Key. 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 La. Den auf wie ein G. Gile. Okay, so ist es besser. Also wir werden erstmal uns gewöhnen, dass wir den G aussprechen und dann nachher werden wir zum Qaf kommen, der ein bisschen dicker aussieht oder sich anhört. Rila, nächstes Wort. Sehr. Kessra. Sie. Was ist das für ein Buchstabe, der dritte? Und ein mit einem Punkt. Das, was du mal so mit der Gurgel machst. Sehr. Kessra. Sie. Sie. Sira. Sie. Genau. Nee, nicht Ri, Ra, weil da ist ein Fett. Okay, nächstes Wort. Na? Das ist kein Meme. Der Meme wäre geschlossen. Das ist, was wir immer, was da oben so dreimal vorkommt. Rein. Nicht rein, sondern ein. Nein. Genau. Ali. Nicht Ra. Ra. Wenn du Rali sagst, dann hast du teuer gesagt. Wenn du Ali sagst, sagst du es hoch. Großer Unterschied. Ali. A. Sag mal Ali. Ali. Genau. Jetzt ein bisschen dicker. A. Ali. Ali.
Genau, super. Sag nochmal, Ali. Ali. Okay. Jetzt nächstes Wort. Versuche mal mit der Zunge. Die. Genau, Ra, Di. Nächstes Wort. She. Rashi, okay. Nächstes Wort. Nochmal. Key. Nicht Ki, sondern wie G. 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 Ri, ja, Ri. G. 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 Risa. Ri, da. Rita. Genau. Ri, da. Nächstes Wort. Okay. Sie. Sie. Was ist der erste Buchstabe? Der erste Buchstabe ist ein Sinn. Genau, Sira. Sira. Natürlich Ra mit der Zunge. Nächstes Wort. Okay. Na. Nelse. Nelse. Nicht ganz, ne? Ne, der. Mit Kessra? Ah, B. Na, die, genau. Nächstes Wort. Okay. Schärfe, richtig. Oh, nee. Nächstes. Okay. Risha. Okay. Mila. Genau, Mila. Okay. Na. Na. B. Nabi. Sam.
Fee. Nicht ganz. Wenn du sagst Safi, dann ist es wie ein Sin, aber das ist kein Sin, das ist ein. Sinn. Nein, nicht Sin, sondern nach Sin. Was kommt danach? Sin Und danach? Sat. Genau, das ist ein Zart. Also sagen wir. Sä? So, wir müssen A sagen, sondern so viel. So viel. Genau. Nächstes Wort. Genau, richtig. Das ist der Unterschied. Sari und der andere davor war so. Sa und so. Okay. Okay. Jetzt, ich kann nicht, oder? Naja. Jetzt die letzten Wörter. Ich kann jetzt nicht den Spotlight bewegen. Okay. Hä? Was ist das eigentlich, der letzte Buchstabe? Der letzte, ein. Eine Genau. Bia, wie du gesagt hast. Bia, zweites Wort. Okay. Mille. Mille. Genau, drittes Wort. Okay. Kaffee. Genau. Genau. Schalki. Nicht Kie, sondern G. Okay. Schari. Shaggy. Und da kommt immer noch dieses K raus. Shaggy. Okay, das ist ein bisschen besser. Letztes Wort. Okay. Tabelle. Nicht ganz. Na, Der schade, dass ich. Ba hat ein Kasra. Ich hoffe, wir haben das letzte Wort vergessen. Wie heißt es nun? Der letzte Buchstabe. Der letzte Buchstabe ein. Ja, okay. Tabelle. Aber der Ba hat ein Kasra, nicht ein Fetha. Ah, da hat ein Kessel. Okay, gut. Habe ich schon nicht gesehen. Tabi. Genau, Tabia. Und hier bleiben wir dann inshallah stehen. Rabbana afina wa'afana wa'hfazna bi asrari al-Fatiha.